So, hallo und herzlich willkommen zum BL3-Rennen, zum Saisonauftakt der BL3-Saison 2021. Wir befinden uns in Bahrain. Zum ersten Mal seht ihr auch die BL3 hier mal auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin nicht alleine, Sebastian Meyer, der, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ist an diesem Wochenende auch als Rennfahrer am Start, fährt für Ferrari als Ersatz für Giovanni Navazzi. Erstmal schönen guten Tag, dass ihr hier bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und er ist halt auch ein zweifacher Vize-Weltmeister, also als Experte ist er eigentlich super geeignet. Ja, die BL3, wir haben sechs Teams, 18 Fahrer, also jedes Team hat drei Autos. Und wir fangen mal mit der Starterstellung an. Kevin Schulz im HWA auf der Pole vor seinem Teamkollegen Marcel Esch. Somit haben wir schon mal eine HWA-Doppelpole zum Anfang der Saison. Kevin Johnson im Bijoy Racing auf der 3, Ivan Petrov im Prema auf der 4, Juan Pablo Martinez, glaube ich, hast du mit Vornamen, ist auf Position 5, ja genau. Auf der 6 Manuel Müller, auf der 7 Ashitaka Yamamoto. Hubert ist auf, Sebastian Hubert, genau, ist auf Position 8. Jack Sargeant ist 9. und David Hardy ist 10. Genau. Ich muss mir erstmal die Namen noch alle merken. Der Rest sieht wie folgt aus: Paul Heenan, Mario Fenati, Jeremy Scheckter, Saji Kedigaya, Ahmed Ben Ammar, Kazuki Tsunoda, Lukas Dabrowski und Ferret Bijoui, der jüngste Sohn vom fünffachen Weltmeister, ist auf der letzten Position. Ja, ich würde sagen, es geht los. So, die Ampeln gehen an und das erste Rennen der 10 Saisonrennen läuft. Alle kommen recht gut weg. Ich hoffe, du siehst alles. Ja, es sieht sehr gut aus. Ja, es wird auch schon eng in der ersten Kurve. Marcel Esch sucht da schon einen Weg an Kevin Schulz vorbei. Hinten im Feld sieht es einfach auch ruhig aus. Es sind dann noch keine Ja. wirklichen schwerwiegenden Kollisionen. Oh, da vorne hat's gekracht. Da Ja, vorne da hat's ist ein gekracht. kleiner Tropfen Johnson drin. ist auf Schulz draufgefahren. Somit schon mal zwei Autos, die an die Box müssen. Ja. Und ich glaube, ich habe noch ein Auto ohne Heckflügel gesehen. Das war Bijoui, der da auf jemanden draufgefahren ist. Ja, hier hinten. Jeremy Scheckter hat kein Heckflügel. Und da ist auch noch ein Bijoui Racing, beziehungsweise ein Force Tunisia ist das ja eigentlich. Ahmed Ben Ammar, also. Vier Autos gleich am Anfang weg. Aber aktuell eine Dreifachführung für HWA, wenn man das so nennen kann. Also Marcel Esch führt. Hat jetzt dann doch die Führung übernommen. Der hier fährt ohne Heckflügel, der muss rein. Turbulenter Anfang, würde ich sagen, oder? Ja, das stimmt. Die ersten zwei Kurven, zwei, drei Kur also zwei Kur drei Kurven, eher gesagt, gingen noch gut aus, aber dann, ja, die berühmte Kurve 4. Und der ist auch, ziemlich spektakulär zugehen kann, vor allem in der Startphase. Das ist Bijoui, der hier auch an einem Hornet Racing vorbei wollte, auch kein Heckflügel hat. Und jetzt schmeißt das hier weg. Und ein Überschlag. Alter. Sebastian Hubert liegt auf dem Dach, wird jetzt aber wieder zurückgehoben. Ja, kann weiterfahren. Aber das war mal ein Schockmoment. Ja. Vor So, allen und das sind Dingen. die vier, oder die fünf besser gesagt, die an die Box fahren. Ein Überschlag ist immer eine extrem stressige Situation und auch beängstigende Situation für vor allem noch junge Rennfahrer. Ja, das sind hier die kleinsten der Kleinen, wenn man das so sagen kann. Morgen dann die BL2. Ja. So, Marcel Esch führt. Wir fahren 10 Runden, genau wie die BL2 fährt morgen, glaube ich, die fährt 12 Runden morgen. Und die BL1 fährt 20 am Sonntag. Ja, Doppelführung für HWA aktuell. Und hier ist ein D-Zug. Von Platz 4 bis, ja, bis Ferret Bijoui, das ist Platz 11. Also geht hier ordentlich ab.
Ja. Und das ist Sachi Kiligaya, die da an Petrov vorbei will und geht auch vorbei. Oder Petrov, der bleibt daneben. Ja, okay, Petrov konnte gut kontern. Hornet Racing übrigens auch ein Team eines BL1-Piloten, Simon Ratzenberger aus von Toyota, dessen Team ist das hier. Also auch die großen Fahrer haben hier ihre Teams. Ich denke mal, Sebastian, auch bei dir gab es auch mal die Überlegung, mit einem Junior-Team an den Start zu gehen. Ja, ich glaube, in der BL2 war es. Ja. Glaube, da hatten wir natürlich testweise ein Team gehabt, aber es hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt tatsächlich. Aber die Pläne sind auf dem Tisch. Und das ist Für Bejaoui, der hier an Sachi Kirigaya vorbeigeht. einfach Noch. die Überlegungen sind da. Und wir planen das durch. Und vielleicht können wir ab nächster Saison mit einem Junior-Team einsteigen. Das werde ich dann aber, wenn, vielleicht sneaky so ein paar Tipps während der Saison geben. Okay, dann kannst du dich ja hier auch schon bei den Fahrern umschauen, wer hier Ja, eventuell für dein Team fahren möchte. definitiv. Falls dazu kommen sollte. Ashitaka Yamamoto und Kevin Schulz, das hier geht es um Platz 16, also um Blech. Es gibt ja bis Platz 6 nur Punkte hier. Achtung, Peschaui und Dabrowski. Da geht der junge Tuneser vorbei. Ah, schon bislang ein sehr schönes und spannendes Rennen. Ja, Marcel Esch, der hier vorne alles kontrolliert. Sehr routiniert für sein erstes Rennen. Für alle ist es eigentlich das erste Rennen. Denn eine wirkliche BL3-Saison gab es bis jetzt noch nicht. Und jetzt für die finanziellen Mittel für ein Team sind einfach bereit. Also wir Ja. werden sehen, ob wir nächstes Jahr einsteigen oder vielleicht sogar schon diese Saison. Wer weiß, du weißt. 9 Rennen ab der Zeit. Ja, und wenn so ein Wagen ist auf die Beine gestellt, dauert vielleicht nicht mal 2 Wochen. Wir haben super Ingenieure und alles, wir haben ein super Team, die Wagen einfach schnell Die zusammensetzen, an die Autos sind Strecke ja alle, bringen. das sind ja alles Spec-Cars, also jedes Team Ja. ist, also jedes Team hat ja dasselbe Material quasi. Es kommt dann halt auf Setup an. Ja, das kriegen wir schnell hin, notfalls einfach einen Wagen an die Strecke gebracht, fertig. So, und Kann Peugeot geht aufpassen. jetzt hier an Petrov vorbei. Ja, ist besser aus der Kurve rausgekommen. Kurve 10, eine Kurve, die eh tricky ist. Ja, ist wirklich fies. Aus der Eckperspektive von Heenan, ebenfalls ein US-Amerikaner. Wir haben hier einige US-Amerikaner und Japaner am Start. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Zwei davon fahren bei diesem Team hier, bei Hornet Racing. Zumindest von den Japanern. So, und da ganz vorne fährt Esch nach wie vor seine Runden. Ja, schön abgeklärt, vorne an der Spitze. Aber eine schöne Kampfgruppe hier. Ja. Besteht aus 3, also aus 7 Fahrzeugen. Ja, Ungefähr. 7. Dann kommt direkt noch mehr. Aber es ist spannend.
Das ist auch quasi eine Premiere des Halos. Bisher gab es das Halo, also dieser Cockpit-Schutz, bis jetzt in gar keiner BRL-Rennserie. Und seit diesem Jahr ist der Cockpit-Schutz komplett aufgehoben worden für Open-Wheel-Fahrzeuge. Also das, das Verbot davon. Daher hat die BRL3 jetzt diese Fahrzeuge. Ah, das finde ich auch gut, dass das Verbot gekippt wurde, weil der Halo ist ist gut für die Sicherheit, Ja. weil kann ja passieren, dass irgendwie, falls das Auto mal abhebt, dass man nirgendwo runterkrachen kann. Also es ist ein super Ergänzungsteil, sieht halt nicht so schön aus, aber für die Zumindest Sicherheit der ein. Fahrer ist das Beste. Ja, ist auf jeden Fall eines der besseren Lösungen, die man gefunden hat. Und da hat man auch ein sehr konsequentes Manöver von Bejaoui gegen Hinen gesehen. Ja. War sehr konsequent. Und hier haben wir zwei Teamkollegen. Die ART-Mannschaft, die ja auch in der BL2 zwei Autos stellt. Wie Und Gaui setzt überholen an. kann hier mit einem guten Bremsmanöver vier Autos überholen. Wird eng. Drei hat er. Drei hat er geschafft. Drei, ja. Ja, jetzt kommt Oh, mit Windschatten. kleiner Berührung. So. Ja, in Kurve 4 kann man sich hier, da kann man aber auch gut außen. Und da gab es einen Riesenunfall. Ja. Paul Heenan ist draußen. Mit wem ist er zusammengestoßen? Ich hoffe nicht mit einem Prema. Das ist Petrov? Ja, Petrov. Igor Petrov. Muss an die Box. Also, Hornet Racing hat eines ihrer drei Fahrzeuge verloren. Ja. Bejaoui jetzt auf Position 3. Das heißt, er ist hinter den beiden HWAs. Hier vorne fährt schon Ash, ist in Runde 6. Also, er hat noch drei Runden vor sich. Vier Runden. Dann bleiben wir mal eben hier hinten, weil hier ist es relativ spannend. Ja, in der Spitze tut sich ja sowieso nicht viel. Ja. Wir fahren ihre Runden. Also auch eine schöne Kampfgruppe auf jeden Fall. Ja, Bejaoui kann sich da absetzen. Ja, Aber das dass wäre er jetzt wirklich ein Dritter schöner Fahrer. ist, nachdem er von Platz 18 gestartet ist, auch nicht schlecht. Ja. Oh, hinten, da gab es ein bisschen Kontakt zwischen Dabrowski und Kirigaya. Aber ich sehe da bislang keine Beschädigung. Der Frontflügel sieht auch noch gut aus. So viel kann man da ja Aber nicht kaputt machen. So viele Teile sind da nicht dran. ja, okay, meistens brechen die sowieso bei einer Berührung komplett ab. Das ist Dabrowski immer so kann eine sich jetzt hier Serie wieder ein unter bisschen BRL. absetzen. Es geht um ja, Platz 8. Zwar auch nur ein Blech, aber es sind wenigstens noch die Top 10. Also ist ein Mysterium der BRL. Die Frontflügel zersplittern irgendwie nicht. Das ist mir immer so aufgefallen. Ja, Ahmed Ben Ahmade, der das Rennen wieder aufgenommen hat, mit einer ziemlich eingedellten Nase. Und Petrov ist auch wieder rausgefahren. Das sind die, die beim Startcrash verunglückt sind, und das war Hinen. Dass ein Auto inzwischen auch abgestellt wurde. Und hier haben wir Marcel Esch, der jetzt gleich in seine achte Runde geht. Also, das ist auch, also da kann man schon mal sagen, das ist einer, den wir diese Saison auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Auf jeden Fall. Aber Beschauung müssen wir auch definitiv im Auge behalten. Ich bin auch Ja. ein super Rennen gerade. Der wird es weit bringen.
denke mal, für einen erfahrenen Fahrer wie dich ist das wahrscheinlich ein sehr schönes Erlebnis hier, die jungen Fahrer zu sehen. Ja, es ist halt der Nachwuchs. Es ist halt immer schön, wenn die in der Nachwuchs die ersten Rennen oder die also quasi Rennen bestreitet, um halt sich wirklich Rennen für Rennen verbessert, oder generell jedes Mal, wenn sie ins Auto steigen, jede Runde für Runde verbessern sie sich. Und alle Sammeln haben das Ziel Erfahrung. wieder erreicht. Ja. Marcel Esch auch einer der Fahrer, die zu einem Nachwuchsprogramm gehören. Nämlich zum Mercedes-Nachwuchsprogramm gehört er. Genau wie die anderen beiden HWA-Fahrer. Ferret Beggioni natürlich auch, sonst würde er da nicht bei Beggioni Racing stehen. Und er setzt jetzt zum Überholen an. Na, zeigt sich zumindest. Welcher Angriff war das noch nicht? Ja. Aber es ist halt immer wichtig, dass man dem Gegner zeigt, hey, ich bin da, ich kann überholen. Ja, jetzt ist er nah Aber genug dran. Wenn er nah genug dran bleibt, kann er hier schon auf der Geraden vorbeigehen. beide Und er haben einen ist nah super genug Exit. dran. Windschatten. Ja, das macht er. Ja, das. Oh, Oder? leichte Berührung, aber Ging gut aus. ja. Platz 2. Damit HWA nur noch mit einem Auto in Führung. Andere ist jetzt auf 3 zurückgewiesen worden, aber immer noch gute Punkte für das Team, auch wenn der Teamkollege oder der dritte Fahrer im Bunde nichts mehr reißen kann. Während bei Beggioni Racing, beim Beggioni Junior Team gleich 2 Fahrzeuge außerhalb der Punkte sind. Sacha Kirigaya auf der 9. Der letzte der Punkte holt es David Hartig im ART. Wird aber von Prema-Fahrern beschattet. So. Esch geht jetzt in seine letzte Runde gleich. Dann ist das BL3-Rennen auch schon vorbei und dann geht's glaube ich schon in 2 Wochen weiter. Wenn wir in Tunesien sind, auf der neuen Rennstrecke in Enfida. Kennst du die Strecke? Tatsächlich noch nicht. Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich viel über die Strecke. Ich habe von der schon gehört, aber ich habe tatsächlich noch nicht viel über die Strecke sonst so gelesen oder war jetzt selbst noch nicht da. Das heißt, für halt eine neue Strecke. Das wird hoffentlich ein gutes Rennen auch und generell gutes Wochenende. Hoffen wir mal, dass es dort ähnlich spannend wird wie hier, weil die ART sind sich auch noch nicht einig. Wie? Vorhin zum nächsten Rennen einsteigen. In den Zirkus. In 2 Wochen. Schönes Zeitlimit. Und Tunesien ist ein super Debüt. Wenn es möglich ist, werden wir Tunesien starten. Wäre das dritte Rennen der Saison. Ja, ist halt ein schöner. Dafür muss man erstmal schauen, ob das auch erstmal so möglich, ob das überhaupt erstmal so möglich ist, weil eigentlich hat die Saison ja schon gestartet und die Teams stehen ja schon alle fest. Also was die Meldeliste angeht, ist ein bisschen schwierig, das dann so durchzusetzen. Ja, mal gucken. So, auf jeden Fall ist Marcel Esch jetzt durch den zweiten Sektor durch und jetzt geht's nur noch auf diese Gerade, dann noch eine kleine Rechtskurve und dann hat er seinen ersten BL3-Sieg und damit auch gleichzeitig natürlich auch die Meisterschaftsführung, da er damit 10 Punkte auf dem Konto hat. Und zwar ist das alles jetzt der Fall. Marcel Esch gewinnt den Saisonauftakt der BL3. Glückwunsch an den Mercedes Junior.
Ferit Bejaoui mit einer starken Leistung von 18 auf 2. Auch Gratulation an ihn. Dann auf der 3 haben wir Manuel Müller, auf der 4 Juan Pablo Martinez. Fünfter und Sechster werden die beiden ART von Sargent und wer war der? Hartig, genau, danke. Ja, das sind die, die Punkte holen. Fenati, Dabrowski, Kedigaya und Sebastian Hubert komplettieren die Top 10. Und der Rest ist überrundet worden und einer ist auch ausgeschieden. So, dein Fazit zum Rennen? War ein sehr schönes Rennen. Vor allem, die haben wirklich Top-Leistung gebracht. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mich echt gefühlt beim Zuschauen, als wäre ich in der BL1. Das ist halt wirklich Hammer. Wirklich Hammer-Leistung von den Piloten. Wirklich geil. Einfach nur geil. Es war ein wunderschönes Rennen. Und ich freue mich schon aufs nächste. Das nächste Rennen, was du auf jeden Fall, wo du hoffentlich dabei bist, ist dann am morgigen Tag, wenn die BL2 fährt. Ja. Dann aber bei der BL1 kannst du dann wahrscheinlich nicht dabei sein, da fährst du dann. Ich denke mal, du kannst deinen Kollegen Damien holen, Damien Kowalski, der auch schon Rennen gefahren ist in der BL1. Ja, denn muss gucken, der hat auch gerade viel zu tun. Na gut, dann warten wir es mal ab, was in der BL1 passiert. Auf jeden Fall morgen dann BL2. Ja, bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.